Legends of Cinema wird euch präsentiert von Century, deine Nummer 1 im Martial Arts. So we're here at the Legends of Cinema for the screening of Nobu Trino Sanren, or depending on where you're from, Karate Tiger. And Keith Strandberg wrote the screenplay back in 1984. And we can't believe that it's still so popular and loved by so many people, but we're really thankful and grateful that it is, and we're really happy to be here today. Ich bitte um einen großen Applaus für Keith Strandberg und Kurt McKinney. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Du wirst schnell und direkt nur mit Chi. Liebe Leute, ich sitze hier gerade mit Kurt McKinney, dem Karate-Tiger, und ich habe mir gedacht, wie schön wäre es denn, wenn wir ein kleines Interview machen mit vielleicht ein paar Fragen, die jetzt nicht so Standard sind, aber zuerst sage ich erstmal, hallo Kurt, wie geht es dir? I'm doing great. I'm happy to be, mir geht es gut, ich bin froh, wieder in Deutschland zu sein und ich bin glücklich, hier mit meinem Freund Sean zu sein. Nun ist es ja so, dass du natürlich schon sehr, sehr viele Fragen gestellt wurdest über Karate-Tiger, so die Standardfragen, die einfach Fans immer gerne wissen wollen. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, ein paar Fragen zu stellen, die jetzt nicht so alltäglich sind. Ich hoffe, das ist okay für dich. Das ist absolut in Ordnung für mich. Ich bin immer glücklich, Fragen zu diesem Film zu beantworten. Ich habe liebevolle, gute Erinnerungen daran. Kannst du mir sagen, wer war der krasseste Fighter, deiner Meinung nach, also im wahren Leben, am Set bei diesen ganzen krassen Legenden, die da mitgespielt haben? Das ist eine wirklich schwer zu beantwortende Frage. Denn als Kampfsportler musst du immer daran glauben, dass du es bist. Auch wenn jemand vielleicht flexibler ist oder ein besserer Turner ist als du, vielleicht schönere Bewegungen hat, Tritte macht, was auch immer. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er der beste Kämpfer ist. Und man muss auch immer daran denken, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wenn man über einen echten Kampf spricht, aus dem man sich auf jeden Fall heraushalten möchte, wenn man kann. Aber bei einem Straßenkampf passieren viele Dinge und manchmal gewinnt nicht immer der größte oder der auffälligste Typ. War denn irgendeiner der Kämpfer dabei, wo du gesagt hast, von wegen, oh mein Gott, der ist ja ultraschnell, sowas habe ich echt selten gesehen? Nun, das ist auch etwas schwer zu sagen, denn wenn du für die Kamera kämpfst, ist es etwas anderes als im wirklichen Leben, wenn man die Schläge auf sich zukommen sieht. Daher fällt es mir schwer, diese Frage zu beantworten. Es gab eine Menge guter Kampfsportler in Karate Tiger. Jeder, der dort kämpfte, hatte größtenteils ein gewisses Maß an Turnier- und Kampferfahrung. Und es gab viele gute Kämpfer dort. Hast du auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gemacht, um die Frage herumzutanzen. Ja, das bin ich wohl. Wer...
am Set war tatsächlich die Person, mit der du dich am besten verstanden hast? Probably RJ and I got along. Wahrscheinlich kamen RJ, JV, Fails und ich am besten miteinander aus, weil er mein Bruder ist. Wir hatten eine tollisch gute Zeit zusammen. Wir wurden Kumpel und er war ein Eigenbrötler, Rebell. Er ging immer irgendwo hin und machte irgendwas. Er verschwand und tauchte dann an meiner Tür auf und sagte, ich bin zurück. Und so hingen wir zusammen ab. Aber auch Jean-Claude und ich hingen zusammen ab. Und wir trafen uns in Hollywood mit unseren Freunden, unseren Kumpels. Und wir liefen uns im House of Blues über den Weg und er tippte mir auf die Schulter. Ich drehte mich um und er sagte, Kurt, it is me, Jean-Claude. Jean-Claude! Ja, ich weiß, dass du es bist, Jean-Claude. Aber nein, wir hatten eine gute Zeit zusammen und haben viel gelacht. Keith Strandberg, der Autor, und ich haben viel Zeit miteinander verbracht und wir haben uns bis zum heutigen Tag viel unterhalten. Wir haben es geschafft, in Kontakt zu bleiben. Wir haben mehrere Jahre in Folge ein Stuntcamp in New York für das Black Belt Magazine gemacht. Keith Vitali, Bill Superfoot Wallace, ein paar tolle Leute, mit denen ich dort abhängen konnte. Wir haben zwar keinen Film gedreht, aber wir unterrichteten in einem Stuntcamp Kämpfen, Kampfsportkämpfe für die Kamera. Ich unterrichtete die Schauspielklasse und staunte, dass Bill Superfoot Wallace in der Lage war, einen Spagat zu machen. Ich glaube, er war zu der Zeit 58 Jahre alt. Er hatte gerade eine Hüftprothese bekommen und er konnte sofort runter und ich dachte, das ist krass. Sehr beeindruckend. Du hast mir vorhin im Auto was erzählt, was ich noch nicht gewusst habe und ich dachte immer, ich weiß so gut wie alles. Und zwar hast du mir erzählt, dass bei Karate Tiger warst du bei den Dreharbeiten verletzt. Und da bin ich mir sicher, das wissen ganz, ganz wenige Leute, weil auch von den ganzen Interviews, die ich von dir kenne, habe ich das noch nie mitbekommen. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? We had about a week of hanging out in the condo. Wir hingen ungefähr eine Woche lang in der Wohnung ab, in der sich Eng, Keith, Corey und all die anderen Jungs verkrochen hatten, um sich auf die Dreharbeiten vorzubereiten. Und als sie mich gecastet hatten, brachten sie mich dorthin. Und wir trafen uns tagsüber, manchmal auch nachts, und wir aßen chinesisches Essen und sie ließen mich kleine Stunts machen, Dinge wie, kannst du das? Kannst du dies? Wobei Keith Strandberg der Dolmetscher war, denn außer ihm sprach keiner wirklich Englisch. An einem Punkt waren wir also irgendwo, nicht wirklich in der Wohnung. Oder vielleicht waren wir es doch. Sie hatten einen Raum, es war wie ein kleines Dojo, und sie ließen mich versuchen, eine Wand hochzulaufen und dann einen Kick zu machen und mich zu drehen und einen Roundhouse-Kick zu machen, und ich landete komisch und verletzte mein Knie. Die meisten Verletzungen tauchen überraschenderweise von Zeit zu Zeit wieder auf, wie etwas, das man verletzt hat. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, aber etwas, das du in deinem Training verletzt hast oder während du etwas erledigst, taucht wieder auf und reizt irgendwie. Es hat mich nie wieder gestört, aber bei diesen Dreharbeiten stimmte etwas mit meinem Knie nicht und ich hatte fast den ganzen Film über Schmerzen im Knie. Aber ich hatte gerade erst eine Rückenverletzung überwunden. Und überraschenderweise hatte ich trotz der Z-Tubes, die ich kopfüber machen musste, keine Rückenverletzungen. Meinem Rücken ging es während des Films gut. Ja, damals war man noch sehr, sehr, sehr tough im Nehmen. Ich habe noch eine andere Frage, was ich mich jedes Mal gefragt habe. Dadurch, dass ich noch nie in Seattle war, wart ihr beim Dreh wirklich beim echten Grab von Bruce Lee? Yes, I was... I was actually at the Bruce Lee grave, which was really. Ja, ich war tatsächlich am Grab von Bruce Lee. Das war wirklich, wie soll man sagen, wenn man an das Grab von jemandem geht, der so etwas wie der Held seiner Kindheit ist. Das war sehr emotional. Also fand ich, dass die Szene, die ich am Grab machen musste, ein Teil davon war, weißt du, ein Teil von mir, der dieses Gespräch nicht nur mit Jason führte, sondern auch mit ihm, sodass man sich selbst in diesem Moment wiederfand und ein wenig Realität mit der Filmfigur vermischte.
Sehr interessant auf jeden Fall. Cool, dass es auf jeden Fall der echte Drehort war. Was ich auch mich gefragt habe, und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich habe es mal wieder vergessen. Ab wann hast du realisiert, dass du in Deutschland so eine Art Legenden- und Kultstatus hast? Well, I think really when I did the interview with Nun, you. I mean, ich glaube, so richtig, als ich das Interview mit dir führte. Eigentlich ist meine Ehefrau Deutsche, also bekomme ich seit Jahren deutsche Fanpost. Ich denke, du hast, als ich mit dir gesprochen habe, wiederholt, wie sehr der Film ein Kultklassiker ist. Ich meine, das ist er in den Vereinigten Staaten auch, aber ich denke, in Deutschland mehr. Aber ich bekomme seit Jahren deutsche Fanpost, also wusste ich, dass die deutschen Jungs und Mädels diesen Film lieben. Und es war etwas Besonderes für mich, weil meine Schwiegermutter Deutsche ist, es einfach liebte, weil sie immer von der Heimat spricht. Wir gingen irgendwo hin und sie sagte, oh Kurt, das ist Deutsch, das ist Deutsch. Wenn etwas gut war, wie beispielsweise ein Messer, sagte sie, oh, das ist Deutsch, natürlich ist es gut, oder Gebäck oder Wurst oder was auch immer. Sie war sehr stolz darauf, eine Deutsche zu sein. Deshalb ist es für mich und meine Frau etwas Besonderes, dass der Film in Deutschland so beliebt ist. Wir beide haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es gab ja mal die Zeit in den 80ern, wo es zum Beispiel zur Debatte stand, dass du bei den American Fighter, American Ninja Filmen halt mitspielst, was nie zustande gekommen ist. Würdest du, wenn du heute nochmal die Chance gehabt hättest und das ändern könntest, hättest du vielleicht im Nachhinein doch vielleicht bei diesen Filmen mitgespielt? You know, everything that I've ever, turned down. Bei allem, was ich als Schauspieler abgelehnt habe, denke ich im Nachhinein, vielleicht hätte ich es einfach tun sollen. Denn selbst wenn es nicht das beste Drehbuch war, oder es kein Film oder keine Figur war, die man besonders interessant fand, hätte es eine interessante Erfahrung werden können. With the American Ninja series of films, they were all going to be filmed in South Africa. Aber die Filme der American Ninja-Reihe sollten alle in Südafrika spielen. Und zu der Zeit, als die Apartheid herrschte, war ich der Meinung, und mein Manager war auch der Meinung, er stimmte mir zu, dass all die Dinge, die da drüben vor sich gingen, ich hätte, glaube ich, einen Vertrag über 4 Filme unterschreiben müssen. Und ich fühlte mich einfach nicht wohl dabei, während dieser Zeit dort zu arbeiten, weil es mich störte, was dort vor sich ging. Und ich hätte das Gefühl, dass ich dazu beitragen würde, wenn ich für 4 Filme dorthin gehen würde. Ich habe ihnen gesagt, als Cannon drehte, ich werde dort einen Film machen. Und ich wollte dorthin gehen, nur um es selbst zu sehen und dabei zu sein. Aber wenn ich nach meiner Abreise das Gefühl hätte, dass es in irgendeiner Weise respektlos wäre, dort zu arbeiten, würde ich es nicht mehr tun. Sie wollten alles oder nichts, und so sagte ich nein. Ihr seht auf jeden Fall einen Mann mit sehr, sehr viel Moral. Einer der Gründe, weswegen Kurt McKinney der Man ist. Ja, dann würde ich gerne noch von dir wissen, Kelly, eine wunderschöne Frau. Ich weiß nicht, ob du zu dem Zeitpunkt vergeben warst, aber wie fandst du sie damals? Sie war ein sehr nettes Mädchen. Ja, sehr nett. Okay. Okay, gut. Nächste Frage. Next question. Es gibt ja in der deutschen Version viele Unterschiede zur amerikanischen Version. Wann war dir bewusst, dass es hier in Deutschland wesentliche Unterschiede zu der Version gibt, die du in den Staaten hattest? Dass die Version, die Filmversion, hier anders war als dort? Vor Jahren habe ich davon gehört und die europäische Version gesehen. Jemand hatte sie oder bekam sie und zeigte sie mir. In der europäischen Version gab es einige Szenen, die in der amerikanischen Version nicht vorkamen. Und ich mochte ehrlich gesagt so viele Dinge an der europäischen Version.
Was mir wirklich gut gefallen hat, war, dass in der letzten Kampfszene Szenen eingefügt wurden, in denen Bruce Lee Jason die Bewegungen beibringt, die er im Film machen sollte. Dadurch dauerte die letzte Kampfszene länger und ich fand sie spannender. Ich fand die amerikanische Version zu schnell und das hat sie wirklich aufgewertet. Ich bin mir nicht sicher, warum sie diese Version nicht für die amerikanische Version gewählt haben. Ich denke, es war ein Fehler. Und genau das ist einer der Gründe, weswegen die deutsche Version echt besser ist. Also gerade der Endkampf wird echt nochmal so aufgewertet. Und schön, dass du es auch so empfindest, vor allem, weil es dann bei dir kein Nostalgie-Hintergrund ist, sondern objektiv, weil du bist ja jahrelang mit der Originalfassung auf Tour gegangen. Und jetzt, ja, ist einfach interessant zu hören. Wenn du den deutschen Fans etwas sagen kannst, was es dir bedeutet, nach all den Jahren, ich meine, ich habe dich vor einem Jahr das erste Mal nach Deutschland rüber geholt und für dich einfach nochmal zu sehen, dass du hier eine riesen Fanbase hast und zu sehen, wie viele Menschen du inspiriert hast und was du den Menschen hier bedeutest, möchtest du den deutschen Fans irgendwas sagen? Oh, wow. Yeah, thank you. You've accepted me. Ja. Danke, dass ihr mich akzeptiert habt und meine Figur all die Jahre am Leben erhalten habt. Und die Tatsache, dass der Film auf eure Art etwas Besonderes für euch ist, ist auf meine Art etwas ganz Besonderes für mich. Ich denke, es verbindet und bringt uns zusammen, aber ich kann euch nicht genug für eure Unterstützung danken und ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du mich hierher gebracht hast und mir all das gezeigt hast und dass wir zusammen an The Last Kumite arbeiten durften. Es ist großartig. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel es mir bedeutet. Ich weiß es zu schätzen. Jason, no retreat, no surrender! Hallo Filmfans, ich bin die Jazz, Produzentin von Sean David TV. Wenn ihr das Video mochtet, lasst doch sehr gerne euer Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Einfach auf den unteren Link klicken, denn dafür bekommt ihr für einen kleinen Betrag exklusive Podcasts, in denen ihr namentlich genannt werden könnt und eure Fragen stellen könnt, die wir für euch beantworten. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann!